Juli am Start und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Wir machen jetzt ein kleines Bauchmuskelprogramm und zwar im Hinblick auf den Kopfstand. Dafür brauchen wir die tiefe Bauchmuskulatur und da habe ich mir ein paar Übungen überlegt. Macht einfach mal mit. Wir legen uns auf den Rücken, Nackenlaken aufs Brustbein gedrückt, die Beine 90 Grad Winkel angehoben. Den Fingerspitzen an die Ohren und erstmal mit dem Ausatmen nach oben kommen. Normale Sit-Ups. Beim Crunch ausatmen. Einatmen, ausatmen. Noch 8, 7, 6, 4, 2, 1. Dann mit dem Ausatmen diagonal den Ellbogen an das Knie. Das könnt ihr schnell oder langsam und geführt machen. Kann auch so aussehen. Das ist aber auch gut. Schau mal, was du gerade möchtest. Kannst auch wechseln. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In der Mitte halten. Die Arme sind parallel über der Matte angehoben. Die Handflächen schauen auf die Matte. Wir wedeln sozusagen dreimal runter mit dem Einatmen und dreimal nach oben wedeln, mit den Handflächen dann nach oben zeigen, mit dem Ausatmen. Macht es weiter, das ist richtig toll für den Core hier, tiefe Bauchmuskulatur, Powerhouse, Sonnengeflecht, alles wird schön aktiviert, dreimal und Beine strecken, Oberkörper ablegen, Nacken lang, Kinn aufs Brustbein gedrückt und im Wechsel mit dem Ausatmen das Bein nach unten bewegen, mit dem Einatmen nach oben. Entweder macht ihr das Bein für Bein, wenn das gut geht und es nicht allzu doll zittert in der Bauchmuskulatur und die Oberschenkel auch mitmachen, dann könnt ihr auch ausatmen, beide Beine nach unten. Ausatmen nach unten. Legt die Arme neben den Körper ab, Handflächen auf die Matte. Da habt ihr auch noch einen extra guten Halt. Noch 5. Einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. 4. 3. Und 2. Ein letztes Mal nach oben. Und dann da halten die Beine, wo du sie halten kannst. Du sie halten kannst. Weiter atmen, nicht den Atem anhalten. Schön dynamisch durch den Mund und halte das Zittern aus. Verliebe dich in das Zittern. Das heißt, hier werden Muskeln aufgebaut, tiefe Bauchmuskulatur. Halt das aus. Wenn du die Beine nur bis hierhin halten kannst, ist es total in Ordnung. Da, wo deine Grenze ist, ehre deine Grenze. Akzeptiere das und dann noch für 3, 2, 1. Einatmen, ausatmen, fallen. Kurz mal durchschnaufen. Ein und ausatmen, dann in eine Kniekehle reingreifen, mit Schwung nach oben kommen, in den Vierfüßler und von hier setz dich auf deine Fersen. Jetzt sind die Bauchmuskeln gut aktiviert, deine Mitte ist kraftvoll und von hier die Hände an die Ellbogen greifen, sitzt auf deinen Fersen und die Hände ineinander stecken. Ja, schau, dass die Ellbogen nicht auseinanderflutschen. Die bleiben in dem Abstand, den du abgemessen hast. Und von hier gehst du in den Delfin. Das ist ein bisschen wie der herunterschauende Hund aus dem Yoga, nur auf den Unterarm. Und dann atmest du hinten ein. Mit dem Ausatmen kommst du nach vorne. Es geht jetzt nicht darum, die Nasenspitze auf den Boden zu bringen. Also so super, wenn du das kannst. Das ist die Kirsche auf der Sahnehaube sozusagen. Aber der Weg ist das Ziel. Ja, wenn es nur bis hierhin klappt, ist das total in Ordnung. Wenn du das regelmäßig übst, kommst du irgendwann ganz automatisch auf die Matte. Das ist die absolute, ultimative Tiefenbauchmuskulatur-Vorbereitungsübung für
für den Kopfstand ein und aus. Mindestens 5-mal versuchen und dann maximal 10-mal ein und aus. Das kannst du auch in deinem Tempo machen. Noch einmal und dann von hier auf die Knie. Einmal kurz in das Kinn kommen, tief einatmen, ausatmen, Schultern entspannen, Herz nach unten strömen lassen. Einmal einatmen, ausatmen, nach oben kommen. Und die letzte Übung, bevor wir jetzt den Kopfstand gleich zusammen machen, ist der Unterarmstand, die Planke. Hier bleibst du noch für 10, 9, 8 Schritt nach vorne schauen. Schön ein Brett, eine gerade, nicht den Po oben halten, sondern eine Linie kommen. 5, 4, 3, 2, 1, einatmen, ausatmen. Kurz mal zwischen entspannen.